Der Lebkuchenmann in der Stadt. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte einst ein Lebkuchenmann, der aus seinem Dorf fliehen wollte. Lauf, lauf, so schnell wie du kannst. Keiner kann mich aufhalten, weil ich der Lebkuchenmann bin. Der Lebkuchenmann rannte so schnell, dass die alte Frau, die dicke Kuh, das pummelige Schwein, das verwirrte Huhn, der hungrige Fuchs und die naive Krähe ihn einfach nicht einholen konnten. Oh, ich bin so müde. Wir können ihn einfach nicht einholen. Lass uns zur Farm zurückgehen. Lauf, lauf, so schnell wie du kannst. Keiner kann mich aufhalten, weil ich der Lebkuchenmann bin. Der Lebkuchenmann, der eine ganz lange Zeit lief, kam endlich in einer Stadt an. Allerdings war die Stadt so überfüllt, dass er sehr verwirrt war, während er zwischen den Füßen der Menschen hin und her lief. Das Laufen in der Stadt ist viel anstrengender als das Laufen im Dorf. Der Lebkuchenmann lief auf einen Marktplatz in der Stadt. Als er an einem Fischgeschäft vorbeikam, warf er versehentlich alle Fische um. Lauf, lauf, lauf! Der Fischer, dessen Fisch umgeworfen wurde, ging los, um den Lebkuchenmann zu erwischen. Ich werde dich fangen, Lebkuchenmann! Lauf, lauf, so schnell wie du kannst, Fischer. Aber keiner kann mich aufhalten, weil ich der Lebkuchenmann bin. Fang mich doch! Sie sprangen über eine am Boden liegende Katze, während der Lebkuchenmann vor und der Fischer hinter ihm herlief. Als die Katze, die saß, den Duft der frisch gebackenen Lebkuchen vom Bauernhof einatmete, jagte auch sie ihm aufgeregt hinterher. Ich werde dich fangen, Lebkuchenmann. Lauf! Lauf so schnell, wie du kannst, Kätzchen! Ein Fischer versucht schon, mich zu fangen, aber keiner kann mich aufhalten. Und du wirst mich auch nicht aufhalten, denn ich bin der Lebkuchenmann. Während ein Fischer und eine Katze den Lebkuchenmann verfolgten, wurden sie plötzlich von einem Hund bemerkt, als sie an ihm vorbeikam. Wuff, wuff. Lebkuchen und einer, der noch so lecker aussieht. Wuff, wuff, lauf nicht weg, ich fang dich. Der Lebkuchenmann bemerkte sofort, dass der Hund auch hinter ihm her war. Lauf, lauf, so schnell wie du kannst, Hündchen. Ein Fischer und eine Katze versuchen mich schon zu fangen. Aber keiner kann mich fangen. Auch du kannst mich nicht fangen, weil ich der Lebkuchenmann bin. Während der Lebkuchenmann, hinter dem ein Fischer, eine mürrische Katze und ein riesiger Hund durch die Straßen der Stadt liefen, sah sie eine Stadtratte, die in der Gasse einen Käse aß. Ich rieche den Duft von leckerem Lebkuchen. Wer interessiert sich für Käse? Die Stadtratte schloss sich also der Verfolgung an. Lauf so lang, wie du willst, Lebkuchenmann. Niemand kann mir entkommen. Lauf, lauf, so schnell du kannst, Ratte. Der alte Fischer, die mürrische Katze und der riesige Hund versuchen mich schon die ganze Zeit zu fangen. Doch du kannst mich auch nicht fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Uhu! Der Lebkuchenmann rannte so schnell, dass er inzwischen ziemlich weit vom Fischer, der mürrischen Katze, dem großen Hund und der Stadtratte weg war. Haha, ich bin der klügste und schnellste Lebkuchenmann der Welt. Seht mich an, niemand kann mich aufhalten, weil ich der Lebkuchenmann bin. Der Lebkuchenmann fiel in einen Abwasserkanal, weil er beim Laufen die Öffnung vor ihm nicht bemerkt hat.
Nach einer Weile schauten der Fischer, die mürrische Katze und der große Hund, die den Lebkuchenmann eingeholt hatten, durch die Kanalisation und dann richteten sich all ihre Blicke auf die Stadtratte. Seht mich nicht so an! Ich bin eine Hausratte! Ich würde niemals in die Kanalisation gehen! Als sie einsahen, dass sie den Lebkuchenmann nicht herausholen konnten, beschlossen alle, zurück nach Hause zu gehen. Aber selbst diese Abwassergrube konnte den Lebkuchenmann nicht aufhalten. Mit ungewöhnlich großer Geschicklichkeit kletterte er hinauf und rettete sich. Der Fischer, die Katze, der Hund und die Stadtratte, die sahen, dass der Lebkuchenmann überlebte, rannten wieder hinter ihm her. Keine Abwassergrube der Stadt kann mich aufhalten, denn ich bin der Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann verfing sich plötzlich im Verkehr der Stadt. Außerdem kamen der Fischer, die Katze, der Hund und die Ratte auf ihn zu. Und das sehr schnell. Autos und Fahrräder fuhren am Lebkuchenmann vorbei, von rechts nach links, vor ihm, hinter ihm, überall. Er wurde fast von einem Auto überfahren. Er hatte so große Angst. Oh nein, was soll ich nur tun? Wenn mich ein Auto zerquetscht, verschwinde ich einfach. Was kann ich nur tun? Währenddessen hatte eine schlaue Möwe, die auf der Ampel stand, den Lebkuchenmann bemerkt. Oh, der Lebkuchenmann? Noch dazu mitten auf der Straße? Warte auf mich, Lebkuchenmann, warte! Warte! Die Möwe flog zum Lebkuchenmann. Ich glaube, du brauchst mich. Wenn du willst, fliege ich dich von der Straße weg. Oh! Aber was ist, wenn du mich essen willst? Hab keine Angst. Ich bin satt für heute. Ich werde dich nicht fressen. Der Lebkuchenmann vertraute der Möwe und sprang auf sie. Der Fischer, die Katze, der Hund und die Stadtratte sahen den Pfefferkuchenmann auf den Flügeln der Möwe davonfliegen. Jetzt war es für sie unmöglich, ihn zu fangen. Sie starrten ihm hilflos hinterher. Die Möwe hingegen flog weit über den Verkehr hinaus und hoch über alle anderen Kreaturen, die sich auf die Jagd nach dem cleveren Keks gemacht hatten. Er konnte sich kaum festhalten. Möwe, alter Freund, bitte flieg etwas langsamer, sonst falle ich wegen des Windes noch runter. Wenn du fällst, dann fall. Ich werde dich mit meinem Mund packen und dich in meinem Bauch fallen lassen. Da konnte sich der Lebkuchenmann wegen des Windes nicht mehr an den Flügeln festhalten und fiel herunter. Als die Möwe gerade dabei war, ihn zu fangen und zu verschlingen, kam eine riesige Wolke vor ihm. Wo ist der Lebkuchenmann hin? Weg da! Wolke, weg da! Der Lebkuchenmann hatte so viel Glück, dass er auf eine weiche Wolke fiel. Dann sprang er wie auf einer Leiter von Wolke zu Wolke und landete wieder. Nicht ein einziges Mal hielt er inne, um anzuhalten und über sich zu schauen. Sobald er gelandet war, hüpfte er munter von Wolke zu Wolke und begann sofort zu laufen. Lauf, lauf! So schnell wie du kannst! Ein Fischer, eine Katze, ein Hund, eine Ratte und eine Möwe konnten mich nicht aufhalten. Keiner kann mich fangen, weil ich der Lebkuchenmann bin. Gott sei Dank bin ich ein knallhartes Gebäck, sonst hätte ich mir was gebrochen. Der Lebkuchenmann rannte einfach weiter. Wenn du eines Tages den Lebkuchenmann zwischen deinen Füßen herumlaufen siehst, mach dir gar nicht erst die Mühe, ihm nachzulaufen. Denn er ist der Lebkuchenmann und niemand sonst kann ihn fangen.